Geräte spielen im Arcade-Raum. Um halt. Ja, dich will ich nicht haben. Ich sag mal, wenn ich jetzt alle anderen Guppy-Items auch schon gehabt hätte, dann hätte ich das Item sogar mitgenommen. Aber so macht es natürlich überhaupt keinen Sinn eigentlich, weil. Es totaler Käse ist. Die Milch. Die Milch. Die Milch, die Milch, die Milch. Hau drauf. Maggie, gib alles. Ach scheiße, wir haben ja gar nicht mehr so viele Bomben. Wir brauchen unbedingt so eine Bombs-Aki. Pille. Oh. Zack, Münze. So, das hat sich schon mal gelohnt. Wir müssten jetzt eigentlich echt mal so einen Teufelsraum finden. Wobei ich auch sagen muss, ja, wir brauchen noch langsam ein bisschen Leben. Wir kriegen noch 2 Shops mindestens. Es sei denn, der nächste ist ein Labyrinth. Curse of the Labyrinth. Dann nicht. Ja, das hätte man echt so schön kombinieren können mit Maggie. Wenn man nämlich den Item-Martyr hat, dann kann man ja immer, wenn man Schaden bekommt, wird das Item aufgeladen. Und das kann man in diesem Arcade-Raum ziemlich cool ausnutzen. Wenn man relativ viele Leben hat, also Herzenrote, dann kann man diese immer eintauschen. Zack. Das macht doch schon ein wenig Damage. Gar nicht so wenig damit, muss ich sagen. Das ist echt ganz cool. So, hier kriegen wir nochmal ein Herz. Das heißt, wir haben gleich 7 Herzcontainer. Meine Güte, ey. Hier war ja Krampus. Und wir haben nicht mal eine Bombe mehr. Hm. Das heißt, wir müssen jetzt so schnell wie möglich. Ah, erstmal den Zaum hier. Gut, was war das denn nochmal? Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Splitshot, genau. Was war das denn? Ach, genau, wenn wir jemanden treffen. Genau, dann splitten sich irgendwie die Kugeln auf. Kann man nicht immer unbedingt so super gebrauchen, aber. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht für unsere Sammlung. Also von daher, ganz cool. Wäre cool, wenn die Schüsse jetzt verfolgen würden. Oh Gott. Oh Gottchen. Dann haben wir den hier. Der Hermit. Der Hermit bringt uns in den Shop. In den Shop. Das heißt, das können wir uns gleich mal aufheben. Für die nächste Ebene. So, das nehmen wir mit. Machen irgendwie doch schon relativ viel Schaden oder täuscht das? Kann ja auch sehr echt sein, dass das einfach nur täuscht. Zack. Das ist wieder eine Tears Down, ne? Ja. Oh, überleg mal, ey. Schon 4 Stück hatten wir davon jetzt schon. The Fool bringt uns immer in den Startraum, habe ich jetzt letztens erst gelernt. Alter, wir sehen aber auch lustig aus, ey. So, was haben wir hier? Bomben, blau. Das ist nice. Was hat uns die Fackel gerade ge... Oh Gott, ey. Jetzt haben wir auch hier wieder ein bisschen Trollerino am Start. So. Ich hoffe mal, wir kriegen jetzt vielleicht einen Teufelsraum. Das wäre echt nice. Wir haben ja ein blaues Herz, aber oh, den Carrion Queen ist nicht so einfach. Ich hoffe vielleicht, ja, Felsen ist nice. What? Seit wann What? Seit wann schießt sie denn so kleine... Oh, hä? Das verwirrt mich jetzt irgendwie ein bisschen. Das habe ich noch nie gesehen. Seit wann schießt ihr denn so kleine Herzen? Das ist ja GG. So. Der Shadow Ninetales erhöht unseren Shot Speed. Und was haben wir hier? Oh,
Guppies Paw ist so schön, dass wir es mitnehmen, denn wir können damit. Machen wir zack, 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 zack. So, easy. So läuft das, liebe Kinder. So läuft der Hase. Denn jetzt haben wir einmal mit dem Pakt, oder nee, mit dem Pentagramm war das, genau, nicht der Pakt. Das Pentagramm erhöht unseren Schaden. Hier vielleicht der Secret Raum? Nope. Nope. Das Pentagramm erhöht unseren Schaden und Guppies Paw wandelt einen roten Herzcontainer in drei blaue Herzen um. Hört sich jetzt an sich erstmal kacke an, weil man die roten Herzcontainer ja auch verliert. Aber drei sind mehr als eins. Das habe ich damals in der Schule gelernt. Da hat sich meine Lehrerin gut mit mir befasst, muss man dazu sagen. Zack. Oh. Bombsaki. Das nehmen wir mit, weil wir haben eine gute Möglichkeit, jetzt auch die Bomben aktiv einzusetzen. Dadurch, dass wir einfach erstmal fliegen können. Und dadurch, dass wir einfach so viel Swag haben. Das ist der Zusatzbonus, den wir einfach haben durch die vielen Zündschnüren. Ja, wir sehen so abgespaced aus, ey. Das ist abartig. Ich sag ja, am Anfang hat man immer noch Mitleid mit Isaac oder mit Maggie oder Kane oder... Oh, schade. Aber dann irgendwann hört das auch auf. Zack. Stirb. Stirb doch. So, noch ein blaues Herz. So, ich hoffe, wir können damit so weitermachen. Denn bis jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus, muss ich dazu sagen. Es sah eine Zeit lang echt kacke aus, aber jetzt geht's einigermaßen. Und die haben ja auch relativ viel Schaden. Oh, der hat uns hier sogar den Raum aufgesprengt. Einen Shop bekommen wir ja noch, den können wir uns jetzt sogar gleich direkt anschauen, weil wir einfach die Möglichkeit haben, mit dem Hermit direkt in den Shop zu springen. Hm. Mal sehen, was der Shop denn da so für uns so hat. Ich würde eigentlich am liebsten die Nonnenhaube haben, also dieser Item-Martyr. Habit heißt dieses Item auf Englisch. Denn damit kann man immer, wenn man Schaden bekommt, halt sein Item aufladen. Und das ist schon echt cool. Muss aber erstmal schauen. Wir gucken mal, ob wir vielleicht noch den Super Secret Raum hier finden. Kann er immer nur an einen Raum angrenzen. Das heißt, er kann eventuell noch hier rechts sein. Muss natürlich aufpassen, dass wir jetzt hier nicht von der Fackel getroffen werden. Oder hier rechts. Aber bei da bestimmt nicht. Naja, der war irgendwo hinten. Naja, ist egal, wir gehen in die nächste Ebene und dann mal schauen, ob wir in dem Shop was Tolles kriegen. So, dann hoffen wir mal alle, Leute. Das heißt aber auch noch nichts. Vielleicht kriegen wir sogar die Money Power Brille. Aber die Chance ist sehr gering. Aber naja. Oh, das war nicht so gut, Leute. Oh, das war auch nicht so gut. Aber immerhin 25 Pennies. Und dreimal getroffen worden. The Fool. Startraum. Ink. Boah, die Money Power Brille wird sich jetzt so lohnen, ey. Habe ich schon mal gesagt, dass ich diese Felsen hier, ne, nicht mag. Okay, Konzentration, Perik, dann ist das kein Ding. Brauchst du nur konzentrieren.
Bei denen muss man eigentlich auch nur in Begegnung bleiben. Boah, die, manchmal sind die richtig arschig. Weil die echt sofort in einen reingefordert werden. Zack. Nice. Ein Schlüssel und eine Bombe. Wäre cool, wenn wir hier noch eine rote Kiste kriegen würden mit dem Teufelsraum. Wobei, nee, das wäre gar nicht so cool. Weil wir haben ja nichts mehr. Ich weiß nicht, waren wir mit Maggie eigentlich schon... da müsste ich eigentlich mal nachschauen. Wenn wir jetzt nicht ganz so einen coolen Run haben. Platinum wird. Ich bin am überlegen, ob ich mit Maggie vielleicht sogar in den... in die Kathedrale, in das Sheol gehe. Denn da waren wir ja noch nicht, glaube ich, mit Maggie. Musste mal eben nachschauen, und was man mit Maggie denn... Das ist schön. Das Sacrificial Dagger fliegt um uns rum. Da waren wir noch nicht mit Maggie. Würde mich jetzt echt interessieren, was war denn da... The Depths 2. Ist das nicht schon Necronomicon? Ja, das dürfte eigentlich schon das sein. So, das müsste ein Trinket sein, was wir da freischalten, ne? Ich guck mal eben nach. Samson. Was haben wir denn? Irgendwas muss man noch freigeschaltet haben, wahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Ich bin mir nicht sicher. Ich sollte mir das vielleicht aufschreiben, immer mit wem wir schon alles gespielt haben. Und mit wem wir vor allen Dingen was geschafft haben. Da sollte ich mir eigentlich so eine Tabelle machen. Ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Aber generell ziehe ich natürlich schon hier auf die Kathedrale und auf die Kiste vor allen Dingen. Denn die sind echt cool. Die Items, die man da bekommt, finde ich zwar ein bisschen useless manchmal, aber naja. Weil es halt echt Trinkets sind und die meisten Trinkets, muss ich leider sagen, sind echt richtig crap. So, wir gehen mal hier rein. Zwei. Okay, die war schon mal nicht ganz so worth. Nice, aber ja, das können wir ja gar nicht benutzen. Aber wir haben kein Herz verloren, kein halbes, weil wir jetzt aus dem Raum teleportiert wurden. Das ist echt cool. Und ja, das können wir nicht benutzen. Alles klar, so, dann können wir uns eventuell nochmal anschauen, wo denn der Secret Room ist. Der könnte hier sein. Oder der könnte... Obwohl, ich glaube, der ist eigentlich immer an drei Räumen angewiesen, oder? War das nicht mal so? Oder echt an vier? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich lerne es nie. Ihr merkt schon, ich lerne nicht. So, das heißt, wir haben... Alter, wir haben 88 Münzen, ey. Wenn wir in die Kiste kommen... Wir haben ja schon ein paar Mal gesehen, einfach, dass auch diese Items in der Kiste immer einiges ändern. Also, ich sag mal, wenn wir es da wirklich reinschaffen... Könnte das Ganze sich noch mal ein bisschen verändern, weil wir einfach andere Items bekommen. Aber das ist halt echt schwierig. Wir kriegen halt sowieso das Polaroid, das heißt, wir haben auf jeden Fall keine Chance mehr auf rote Kisten. Alter, das spawnt man die Modi. So, kein Herz verloren. Stemcells gibt uns ein HP-Upgrade. Und, Alter, wir haben einfach 50 Sachen auf dem Kopf. Wo sind denn unsere Zündschnuren? Das finde ich ein bisschen doof, dass die weg sind. Aber egal, wir können in die nächste Ebene. Und jetzt sind wir in der Wump. Die gute alte Wump. Oh nein, ist es wieder soweit? Ist es wieder soweit, liebe Kinder? Das Spiel zeigt keine Rückmeldung an. Das ist immer ein Moment, der mir gar nicht gefällt. Denn da ist es oft so, dass das Spiel abscheißt. Alter, diese Screens, ey, das ist so gruselig. So creepy. Manchmal hat man auch das Pech, dass das Spiel dann einfach abscheißt. Oh. Das habe ich gar nicht bedacht. Fuck. Gott, leck mich doch am Arsch, du kleiner Lauch.
Zack. Am besten wäre in der Kiste so ein Multishot. Irgendwie Triple Quarter Shot oder so. Keine Ahnung. Kane's Eye. Was war das denn nochmal? Ach, das war ja der größte Crap. Das ist ja irgendwie, wenn man eine Ebene betritt, hat man eine Chance, ja, das. Die Ebene auf. What? Ich dachte, das reicht. Dass die Ebene angezeigt wird, was da alles in der Nähe ist. Also sprich, wo der Schatzraum ist, wo der Shop ist und all sowas. Gegen Daddy Longlegs. Gegen den haben wir noch nie gespielt. Es gibt ja mehrere solcher Spinnenbosse. Wenn zum Beispiel, ich komme jetzt nicht auf den Namen, wir sind echt so selten. Ist auch ganz komisch, wenn die sterben, dann haben die einen ganz komischen Effekt. Das ist echt mega merkwürdig. Zack. Da, seht ihr? Da kommt irgendwie so mega viel Blut und alles. Oh, ein Teufelsraum. TT, warte mal. Oh, TT. Oh, TT. Komm schon. Ist das so? Oh Gott, ich wusste es. Ich wusste, ich bin so ein Idiot. Aber wir haben Guppys Hairball freigeschaltet. Ich bin so ein Idiot, echt. Oh Gott, ich bin so ein Trottel. Oh mein Gott. Ich bin so ein Depp. Das tut mir leid, Leute. Oh, ich wollte es einfach mal euch zeigen, dieses scheiß Viech hier. Vielleicht können wir noch mal mit Glück, bisschen Glück. Oh ne, er ist tot. Komm schon, komm schon, komm schon. Zack! Ein Herz. Das Problem ist, wir sind immer noch tot, wenn wir einmal. Oh Gott. Ich wollte euch doch nur Guppy zeigen. Ist der nicht süß? Guppy ist doch echt süß. Wir haben einfach gerade 12.000 Herzen einfach weggeschmissen, ey. Oh Gott. Jeder, der Binding of Isaac spielt, wird mich jetzt gerade echt verfluchen. Der wird sagen, Alter, was macht dieser Vollpfosten von Typ da? Was macht er da? Ist der ganz plemplem oder was? Was ist denn los mit dem? Zack. Seht ja schon, dass der Schaden echt nicht schlecht ist damit, aber. Oh Gott, ich würde mich so kaputt lachen, wenn wir hier noch wenigstens ein bisschen weiterkommen würden. Ein oder andere blaue Herz wäre schon echt nice. Dann. Aber was ist hier? Oh ja! Ach, kriegen wir gar kein HP-Upgrade. Oh. Wenn die Herzen einmal weg sind, sind wir auf Death oder was? Ihr seht schon, wenn wir. Ach Gott, ey. Spack doch mal rum wie so ein Vollpfosten. Gut, Leute, ihr habt Guppy gesehen. Wir haben jetzt Guppy freigeschaltet. Egal, es war trotzdem worth. Ich bleibe dabei, es war worth. Nein, aber es war nicht worth. Aber wir haben Guppys Hairball freigeschaltet. Den kann man ab sofort auch finden. Das ist sein Item. Und ich weiß gar nicht, was er macht. Wir können es ja mal eingeben. Hier sehe ich es gerade. Follows behind Isaac and can be swung around to deal damage on contact to enemies. Okay, das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool und ja, ihr habt jetzt mal Guppy gesehen, ihr habt gesehen, wie stark wirklich diese Verwandlung ist. Also man macht mit jedem Auto-Tag fast Fliegen rein und das ist eigentlich schon ganz cool. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig, dass das Ganze hier so ein bisschen hart eskaliert ist und dann hoffe ich, euch hat es gefallen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut da rein!